Ja, moinsen meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marvel's Future Fight. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar haben wir in der letzten Folge Level 2 und Level 3 fertig gemacht. Und in dieser Folge wollen wir Level 4 fertig machen. Wir haben ja bereits einige Charakter errungen. Unter anderem Vision, Groot, Ghost Rider, Black Widow, Iron Man, Captain America, Hawkeye, Rocket, Raccoon und Songbird. Und das sind so die Charakter, die wir bisher bekommen haben. Und Rocket ist sogar 6 Sterne. Ich glaube, das ist halt eine Ausnahme, dass man sowas einmal bekommt. Ein 6 Sterne Monster oder 6 Sterne Helden, wie auch immer man das nennen möchte. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall direkt die nächste Mission starten, denn bisher war das alles relativ easy. Von dem her, Pablapap, machen wir das mal eben fertig. Warte mal. Bin hier irgendwie falsch. Verlassen? Okay. Das ist nicht die richtige Mission. Irgendwie bin ich in der Mission gechanged. So. Das ist die richtige Mission und die starten wir jetzt. Oh, wobei, doch, kann sogar die richtige gewesen sein. Iron Man hat sich nicht geirrt. Guck, nee, gar nicht. Hier ist jetzt auch einmal Text. Irgendetwas stimmt nicht mit den Ultrons. Was meinst du? Ihr Verhalten passt nicht dazu, wie sich Ultron früher benommen hat. Ich hab's ja gesagt, die scheinen ein paar Schrauben locker zu haben. Hm, seltsam. Liegt das vielleicht daran, dass sie Massenware sind? Das könnte der Grund sein. Und doch unterscheiden sie sich leicht von den Ultron, den ich früher mal kannte. Jocasta, analysiere das weiter und gib uns etwas Handfesteres. In der Zwischenzeit erobern wir den Stark Tower zurück und suchen nach dem echten Ultron, falls der überhaupt hier ist. Das werden wir mal schauen. Labor im Inneren des Stark Towers. Seht ihr? Andere Folge. Oder andere Mission. So, wir gehen auf jeden Fall wieder auf Rocket, weil er 10-mal stärker ist als die anderen. Locker. Das machen wir hier ganz locker. Boom, boom. Ah, so läuft der auch von alleine die ganze Zeit weiter. So ist doch auch nice. Jetzt kommt... Down. So kann ich das sogar gut spielen. Weil das Problem war, dass ich immer nach links muss, um zu laufen. Aber so geht es ja. Natürlich kann ich mich so dann nicht so mega gut positionieren, aber das macht ja nichts. So nimmt er sogar die Kisten mit. Bombe. Und da haben wir den nächsten Ultron. Ultron Beschützer. Das scheint der nächste Bossgegner zu sein. Das war's schon wieder? Krass. Mission abgeschlossen. Heftig. Und wir steigen wieder, naja, fast 2 Level. So, und wir sind auch insgesamt wieder eine Stufe aufgestiegen. Und haben die nächste Mission erledigt. Auf geht's zur nächsten Mission. Labor im Inneren des Dark Tower. Oder mache ich jetzt gerade dieselbe Mission nochmal? Nee, das können wir nicht vorstellen. Oder? Nee, das ist eine andere Mission. Nur irgendwie gab es keinen Text oder so dazu. Eine Story. Ein Storytelling. Kann man auch irgendwie die Kameraperspektive ändern? Irgendwie anscheinend nicht. Bam, 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 bam. Eben mitgenommen. Ja, Groot kommt so ab und zu mal, also die kommen allgemein ab und zu mal so vorbei und schnuppern mal rein. Erst mein Anzug und jetzt Vision. Ist das auch das Werk von Ultron? Jocasta, kannst du den für mich scannen? Daten scannen ab schon zu über 70% kompatibel mit Visions Daten und Muster, die ich gespeichert habe. Es ist nur, was ist nur? Er passt zu den Ultrons. Dieser Vision ist nicht der Vision, den wie wir ihn kennen.
Unser Ziel ist gesichert. Wir machen wie geplant weiter. Ich bin nur erleichtert, dass die nicht echt sind. Unsere Hauptsorge zurzeit, Toni, ist, dass die das bekommen haben, wonach sie gesucht haben. Sobald du weißt, was das ist, lass es mich wissen. Beeilung. Ihr seid geweckt. Ihr seid angekommen. Unsere Arbeit ist bereits getan. Irrtum. Unsere Arbeit fängt gerade erst an. Du kannst mich nicht aufhalten. Die echte Vision könnte ein Problem sein. Aber du eher nicht so. Okay, dann kämpfen wir heute mal gegen Vision. Wenn ihr ready seid. So, geben wir mal richtig. Und boom! Rocket zerlegt einfach alles. Erfolg-Event freigeschaltet. Ankunft des neuen Helden. Boom. Wir sind Level 9 geworden. Und wir können... Du kannst den Rang eines Charakters verbessern. Willst du das jetzt tun? Ja, komm, hau rein. Commander, wir brauchen deine Hilfe. Frag mich nicht nochmal. Bitte. Frag mich später nochmal. Oh Mann, ey. Dass man nicht sagen kann, frag mich nie wieder, ey. Weißt du, ich will nämlich eigentlich gar nicht bewerten. So, Rangverbesserung abgeschlossen. Also, wir haben jetzt auch einen 2-Sterne Captain America, den wir allerdings nicht benutzen. Ich möchte eher einen 2-Sterne Groot. So, weiter geht's. Es ist schon zu spät. Er wird bald hier sein. Mir doch egal, wer da kommt oder nicht. Sag mir lieber, was du mir gestohlen hast. Ich habe dir gar nichts gestohlen. Wenn das stimmt, was hattest du dann hier zu suchen? Das wirst du noch früh genug sehen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Er ändert seine Dichte und verschwindet einfach. Hol ihn dir, Natascha. Er mag nicht echt sein, aber er hat zweifellos Visions Kräfte. Er ist fort. Wir müssen zurück und sehen, ob was fehlt. Jocasta, bin schon dabei, Captain. Okay, wir haben die nächste Mission geregelt. Und was ist das hier? Tutorial? Die Reise eines Helden Nummer 1? Scheiß auf Tutorial, ey. Ich scheiß auf Tutorial. Wir kriegen das doch so geregelt hier. Was gibt's hier für Events? Können wir das heute öffnen? Nein. Meldebelohnung, Belohnung, 4 Wochen. Belohnung für den ersten Tag haben wir auch schon bekommen. Das ist Rocket, unser 6-Sterne-Held. Und hier haben wir einen Erfolg. Aber das brauchen wir auch nicht, weil wir brauchen keine Energie. Also brauchen wir den Erfolg nicht annehmen. Weil wir aktuell keine Energie brauchen. Von dem her. Event. Oh, hier haben wir nochmal einen Helden. 3-Sterne-Held. Einmal erhalten. Posteingang. Da müssen wir hier nochmal rein. Gucken, was wir hier für einen 3-Sterne-Held. Oh. Da können wir uns dann nochmal ein 3-Sterne-Held genehmigen. Und wenn wir uns jetzt Star-Lord genehmigen, dann haben wir schon fast bis auf Gamora, die ich aber sowieso nicht so geil finde, und Drax. Ja gut, Drax ist auch noch geil. Haben wir das Team zusammen. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt uns erstmal Star-Lord. Jo. Star-Lord. Nice. Dann haben wir schon mal ordentlich Leute von den Guardians of the Galaxy. Und ich bin ja ein riesiger Guardians of the Galaxy Fan. Verdammt! Jetzt sind wir ein Level aufgestiegen. Ich wollte das eigentlich nicht annehmen. Das war ja das mit der Energie. Wobei, jetzt haben wir mehr Energie, als wir haben können. Macht trotzdem Sinn. Ist schon okay. So, hier kann man nochmal gratis Energie abstauben, die wir aber aktuell nicht brauchen. Und hier können wir nochmal eine Dimensionstour, die wir hier annehmen können. Und dafür dürfte auch nochmal ein Held drin sein. Biometrische Daten, Bullseye, zweimal erhalten. Okay, war doch nur biometrische Daten. Das heißt, Bullseye kriegen wir dadurch nicht direkt. War ich jetzt auch nicht so mega scharf drauf. Aber wir können unser Team eben umbauen, weil Vision fliegt raus. Und dafür kommt Star-Lord rein. Star-Lord ist nämlich ein 3-Sterne-Charakter. Und das bockt einfach noch mehr. Eigentlich müsste ich sie sogar auch mit reinnehmen, aber ne. Ich weiß nicht, das ist ja, guckt euch mal die Kacke an, ey. Hawkeye in weiblich und dann in rosa. Ultra uncool. So, wir nehmen den rein und dann machen wir die nächsten Missionen. Auf geht's.
Level 6. Vermisste Wissenschaftler. Zack. Jocasta, irgendwelche Resultate? Wie Vision bereits gesagt hat, sind einige Sachen zu Bruch gegangen, doch es fehlt nichts. Und? Jemand aus der Forschungsabteilung wird vermisst. Wer denn? Vielleicht hat sich da nur jemand krank gemeldet. Es ist Dr. Gemma Simmons. Ich habe die Bestätigung dafür, dass sie heute früh um 8:32 Uhr das Gebäude betreten hat. Aber ich erinnere mich an ihren Namen. Ich habe sie nicht eingestellt. Doch das eine Mal, als ich sie getroffen habe, schien sie sehr clever zu sein. Keine Ahnung, woran sie gearbeitet hat. Und du bist sicher, dass sie nicht hier ist? Sicher. Da haben die ja eine ganze Armee geschickt, um eine Person zu entführen. Das heißt, sie ist ziemlich wichtig. Und du weißt nicht mehr, warum sie so wichtig sein könnte? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie viele Mitarbeiter wir bei Stark Industries haben? Ganz ruhig, das sollte doch gar keine Kritik sein. Lucasa, wo sind die Altrons, die das Gebäude verlassen haben? Die sind in Richtung Norden unterwegs. Dann mal zur Sache. Lucasa, wirf einen Blick in die Forschung. Natascha hat recht, gehen wir, Tony. Da war meine Betonung wieder sehr geil. So, warte, ich trinke nochmal eben kurz einen Schluck. Wir könnten jetzt natürlich mit Star-Lord kämpfen, aber ich bevorzuge es weiterhin mit Drax zu kämpfen, weil Drax halt einfach ein 6-Sterne-Char ist. Boom! Komm, feuern wir sie alle weg. Da gab es mal eben wieder ein Level-Up. Guck mal, wir kommen alleine schon klar, indem wir einfach nur unsere Standardattacke die ganze Zeit einsetzen. Zack, zack, zack. Ein bisschen Damage kriegen wir hier und da, aber das ist ja nicht so dramatisch. Huch. Da ist die Maus verrutscht. Mir gefällt nur nicht die Kameraperspektive immer. Die ist ein bisschen unübersichtlich. Und da ist der nächste Bossfight, oder was? Yo. Boom. Geschafft. Mission abgeschlossen. Wieder 3 Sterne. Und da ist, ja. Star-Lord ist schon mal ordentlich wieder gestiegen. Und du kannst den Rang eines Charakters verbessern. Willst du das jetzt tun? Black Widow. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, wie viel Kohle haben wir denn überhaupt? Ich weiß nicht, wie viel Kohle man hier immer so kriegt. Egal. Lassen wir es erstmal. Ich will mal, muss mal irgendwie einen Überblick kriegen, wie viel Kohle wir überhaupt am Start haben. 69.000. Ja, das ist schon ganz schön teuer, ne? Ich sollte lieber den Fokus darauf legen, dass ich meine Hauptcharakter verbessere. So, wir machen nochmal die nächste Mission. Start. Die Altrons werden langsamer. Meiner Erfahrung nach sind die ganze Zeit... sind die ganz in der Nähe ihres geheimen Ziels. Ich sehe hier eine Energiequelle, zusätzlich zu dem Energiemuster der Altrons. Worauf warten wir noch? Suchen wir nach Dr. Simmons. Ja, suchen wir nach Dr. Simmons. Er danced immer. Wir haben echt die geilste Crew jetzt am Start hier, die Guardians. Guck mal. Also eigentlich macht sich Star-Lord auch gar nicht schlecht. Der spielt sich auch recht gut. Müssen wir mal ein bisschen Dampf raushauen. Zack. Wollen wir mal Groot reinhauen? Groot haben wir ja noch gar nicht eingesetzt. Zack. Der ist eigentlich auch echt Hammer drauf. So, mit dem können wir auch kämpfen. Aber man merkt halt schon, dass er nur ein 1-Sterne-Held ist. Und das ist der nächste Bossfight. Wieder so eine Ultron-Kopie.
das wird schwierig, den so zu kriegen und besiegen. Deswegen wechsle ich mal lieber hier rüber. Bäm! Bäm! Geht er oben ab, ey. Ja, Rocket. Star-Lord ist nochmal 2 Level gestiegen. Und wir könnten Iron Man verbessern. Machen wir aber jetzt auch noch nicht. Erste Abschlussbelohnung. Wahrscheinlich sollen wir die sogar verbessern. Weil wir halt erstmal jetzt bei den Missionen deren Teile bekommen. Und bei der nächsten Mission kriegen wir wahrscheinlich andere Teile. Aber ich meine, wir können das ja jederzeit machen. Da können wir einfach raufgehen hier und Rang verbessern. Von dem her ist ja keine Hektik. Keine Hektik, kein Problem. Können wir dann machen, wenn es nötig ist. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Future Fight sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao!